Hey, was geht ab, Leute? Ich muss gerade noch ein bisschen was vorbereiten hier. Bin gleich am Start. Nee, der Stream war nicht angekündigt, das war spontan. Die Qualität ist heute besser, weil ich mit dem Umang seinem MacBook stream. Richtig nice. So, schauen wir mal. Jetzt will ich das noch kurz auf Facebook teilen. Ich kann gerade noch nicht. Ich kann gerade noch nicht den Chat lesen. Eine Sekunde. Ist gerade hier ein bisschen alles langsam. So, schauen wir mal. Genau, jetzt muss ich kurz das noch teilen. Ein paar Minuten noch, sorry Leute. So, jetzt, was geht ab? Ich hoffe, heute macht das Internet ein bisschen besser mit. Ich muss mal kurz reinhören in den Stream, ob das auch alles passt. Im Hintergrund können immer mal wieder laute Geräusche zum Vorschein kommen, weil ich hier im Hostel sitze. Aber die Qualität sieht echt gut aus heute. Der Chat laggt. Also, jetzt bin ich am Start. Ich habe reingehört. Es hört sich gut an. Und diesmal bleibt der Stream auch online, vorausgesetzt, es spackt nicht wieder extrem rum. Hausaufgaben machen und dann Stream schauen, Beste. Nice. Mir geht's blendend, Sarek 85. Ja, ich bin heute in Delhi angekommen, heute Morgen.
Ist mega nice. Wir sind in einem richtig coolen Hostel. Und hier ist mein Laptop und alles am Start. Ich stream mit dem Umang seinem. Was ist los? Nee, Mann, das indische Internet ist gar nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ich streame auch schon wieder über mein Handy, aber keine Ahnung. Eigentlich sollte es funktionieren. Ich habe eigentlich stabile 6 Mbit Upload, also müsste eigentlich klappen. Boah, hier ist eine Lautstärke, ist unglaublich. Halt ist mega, ernsthaft. Ja, im Aufenthaltsraum kann ich nicht chillen, weil da läuft Musik. Copyright-pflichtige Musik. Sarina D., hast du eigentlich eine Art Zeitlimit für deine Reise? Also mein Zeitlimit ist eigentlich mein Geld. Also, wenn mein Geld aus ist, gehe ich nach Hause. Krass, dass du in Indien streamen kannst. Ja, finde ich auch krass. Delhi und Lahore. Ich weiß nicht, ich habe von Delhi ehrlich gesagt noch nichts gesehen. Kommt bei mir halt immer alles doppelt, was du sagst. Kommt es bei euch anderen auch? Wartet mal. Im Normalfall sollte das eigentlich nicht passieren. Ich schaue mal kurz in meine Audio-Einstellungen. Weiß ich nicht, also sollte eigentlich ganz gut sein. Nee, passt bei mir nicht. Vorhin gerade Stream abgebrochen. Was war deine Frage? Friend Set. Alles passt, mega nice. Stream. Der Ton ist in Ordnung, es rauscht nur ein wenig. Ja, das ist das Mikrofon von dem App, von dem MacBook hier. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Wo willst du noch hin? Nach Südindien will ich auf jeden Fall. Grüße aus der Nähe von Köln. Passt alles. Was deine nächsten Etappen sind? Hier in Indien, Friend Set. Oder wo meinst du? Pharaoh XX. Ja, Mann. Das erste Mal live. Ich war schon dreimal live, aber ja. Was hast du eigentlich für einen Bankaccount? Ich bin bei der DKB. Ist es dir nicht manchmal langweilig, wenn du oft alleine unterwegs bist? Nö, geht eigentlich. Alleine sein ist manchmal auch ganz schön. Es kommen wieder so viele Fragen. Oh, Digga, zufällig gesehen, dass du live bist. Was geht ab, Mr. Shitstorm? Wie läuft's eigentlich mit den Spenden in letzter Zeit? In letzter Zeit ist ein bisschen mager. Ich fliege raus, wenn ich in den Chat gehe. Das ist aber merkwürdig. Hey, mein Guter, ich bin Fate1337, wenn du dich noch erinnern kannst. War lange bei YouTube inaktiv. Hab so viel nachzuholen bei dir. Ja, dann leg mal los. Hast du... Ging eigentlich immer ohne. Also nur in Indonesien habe ich ein Rückflugticket gebraucht. Ich hoffe, ich stream noch. Bin ich eigentlich noch online? Bei mir steht hier, YouTube empfängt nicht genügend Videodateien, um flüssigen Stream ohne Zwischenspeicherung gewährleisten zu können. Grüße aus der Schweiz, wenn du nach Südindien gehst, genieß es, die Natur ist wunderschön. Ton ruckelt ziemlich, das ist schlecht. Ich kann dir empfehlen, vielleicht mal ein bisschen zurückzuspulen,
und einfach nicht auf live zu gucken, dann soll es eigentlich nicht ruckeln. Ja, kein Problem, Toni. Leckt zu stark. Ernsthaft. Also wenn ich mir das selber angucke, also bei mir leckt nichts, wenn ich mich selber live angucke. Vielleicht liegt es auch an deiner Internetanleitung, Internetleitung Master 2710. Hat einer via Stream gespendet? Nein, das ist noch eine alte Spende. Wenn ich eine neue Spende kriege, poppt es bei mir auf. Ja, online, alles gut. Ja, du bist online. Nice, nice. Ja, und sonst, was geht in Deutschland so? Was verpasse ich? Es ist nur etwas am Hängen. Das ist aber schade. Läuft alles. Manchmal gibt es ein paar Lecks. Oh, hier ist eine Hitze. Ist unglaublich. Ich schwitze schon voll. Ich hätte lieber doch in den anderen Raum sitzen sollen. Uiuiuiui. Hallöchen, Luca. Kannst du uns dein Zimmer zeigen? Nee, in meinem Zimmer schlafen leider Leute, Manuel. Ich sitze hier in so einem Aufenthaltsraum, wie ihr sehen könnt. Oh, jetzt habe ich gerade den Laptop ausgesteckt. Das ist ein bisschen schlecht. Hier steht mein anderer Laptop. Eine Sekunde. Leckt nicht, wenn ihr auf 240p runtergeht. Also Leute. Oder ihr könnt ein bisschen zurückspulen. So, das ist normal, dass ich die Fragen später bekomme. Und du schaust das Bild immer so ein bisschen hinterher. Das sind so 20 Sekunden dazwischen. Mir geht's gut, fand nicht. Wahlen. AfD kriegt in Birmingham 11%. Das ist aber auch schon einiges, ey. Die Klappspaten von der AfD. Unglaublich, dass so viele Versager ernsthaft die AfD wählen. Nicht viel, Leben geht weiter. Gleiche bei mir. Bei mir geht auch nicht viel. Aber, habe ich ja schon erzählt, morgen früh, oder eher gesagt, in genau 1,5 Stunden fahre ich zum Taj Mahal, was ich extrem cool finde. Wieso hast du zwei Laptops? Ich habe keine zwei Laptops. Ich habe mir das MacBook Pro vom Umhang ausgeliehen. Um zu streamen, weil das Ding hat eine bessere Kamera und auch einen besseren Prozessor, so wie es aussieht. Weil mein PC hat nämlich beim Streamen immer extrem abgespackt. Wie findest du eigentlich American Football? Ah, ich bin eigentlich nicht so der Sportmensch, ich interessiere mich nicht so für Sport. In welche Länder reist du noch? Also, kleines Reiseupdate würde ich jetzt mal sagen. Ich fange jetzt mal ein bisschen an, über meine Reise zu labern. Das interessiert euch ja bestimmt alle. Und zwar am 14. November fliege ich nach Sri Lanka und dann chill ich erstmal hardcore mit meiner Mom für 2 Wochen. Was richtig cool ist, ich freue mich schon extrem, die wiederzusehen. Und danach bin ich mir noch gar nicht sicher, wo ich hingehe. Ich bin gerade noch mit ein paar anderen Leuten am Absprechen, ob ich die treffe in dem nächsten Land, wo es hingeht, also nach Sri Lanka, mit ein paar anderen YouTubern. Aber der eine stellt sich noch ein bisschen an. Schauen wir mal, ob das sich noch was ergibt.
Hast du schon Cricket gespielt? Nein, ich habe noch kein Cricket gespielt. Anne Müller, wie bekommt man denn eine tolle Postkarte von dir? Das ist schwierig, Anne. Weil wenn ich nämlich einem Zuschauer eine Postkarte schicke, dann wollen nämlich alle eine haben. So wie das immer ist. Schade, dass du die Philippinen auslässt, Simon. Aber davon berichte ich dir dann ab März persönlich. Liebe Grüße aus Good Old Holzgerlingen, Lou. Ha, richtig nice, dass du zuschaust, Lou. Grüße gehen raus nach Holzgerlingen. Nice. Wie viel Uhr ist bei mir? Bei mir ist jetzt 0:34 Uhr. Also in 1,5 Stunden geht es dann schon los. Besuchst du noch Zentralasien? Ich hoffe doch. Das wäre mega. Also ich will auf jeden Fall in Iran. Kannst du ein gutes Hostel in Auckland empfehlen? Nein, kann ich nicht. Ich war da, glaube ich, gar nicht in einem Hostel. Muss mal meine Videos durchgucken. Vielleicht war ich echt in einem Hostel. Könnte sein. Kann man dir denn eine Postkarte schicken? Oh, nee. Eigentlich nicht, weil ich eigentlich immer nur ganz kurz an den Orten bin, wo ich mich aufhalte. Wie viel Kilo fasst dein Backpack? Der sieht immer so klein aus. Also ich habe zwei Rucksäcke. Einmal einen 50-Liter-Rucksack von Cueca oder wie auch immer diese Firma heißt. Und da sind meine ganzen Klamotten drin und alles Mögliche. Und dann habe ich noch meinen Fotorucksack. Also mein Klamottenrucksack, der wiegt glaube ich 8, 9 Kilo, sowas. Und mein Fotorucksack, wo mein Laptop, Stativ, Kameras, Akkus, jeder Scheiß, alle Kabel drin sind, der wiegt 16 Kilo. Und den habe ich immer im Flugzeug im Handgepäck dabei. Und den haben noch nie, hat eine Airline mein Handgepäck gewogen. Ich hatte immer voll Glück, weil normalerweise darf man ja nur 7 Kilo mitnehmen. Guten Abend allerseits. Willst du auch noch nach Afrika? Steht nicht auf meiner Liste eigentlich. Wie planst du deine Ausflüge? TripAdvisor, Empfehlungen von Leuten aus den Hostels? Meistens einfach von den Leuten, die ich treffe, mit denen rede ich dann immer, was man so machen kann. Und ja, da kommen immer ganz gute Sachen bei raus, wie ihr seht. Gehst du nachher nach Accra? Ja, genau. Ich gehe nachher nach Accra in 1,5 Stunden. Hast du Hilfe bei deinen professionell geschnittenen Videos? Wie meinst du Hilfe? Ich schneide alles selber, filme alles selber, lade alles selber hoch, mache alles selber. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Manuel, besuchst du mal Georgien? Ich denke nicht. Schauen wir mal, vielleicht irgendwann mal. Hey Simon, kommst du eigentlich dazu, deine Wäsche zu waschen? Beziehungsweise, wo machst du das? Kommt drauf an, wie teuer es ist. Normalerweise schaue ich immer in den Hostels, dass ich mir irgendwie für 1-2 Euro eine Waschmaschine Ladung gönnen und dann haue ich einfach alles rein, trockne das und ja, dann passt das wieder. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Wow, Steven Rode hat mir 10 Euro gespendet. Richtig nice, Mann. Danke, Steven. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was der Steven denn geschrieben hat. Richtig nice, Mann. Vielen, vielen Dank, Steven. Eine Sekunde. Was schreibt denn der gute Steven? Nice, jetzt kann ich schon, mit den 10 Euro kann ich jetzt schon meinen Eintritt fürs Taj Mahal nachher zahlen, weil das nämlich sackteuer. Es macht einfach Spaß, deine Videos zu schauen. Man hat fast, aber eben nur fast, das Feeling dabei zu sein. Wünsche dir alles Gute auf deiner weiteren Reise. Schöne Grüße vom schönen Bodensee. Vielen, vielen Dank, Steven. Richtig, richtig nice von dir. Danke, danke, danke. Wie ist dein finanzieller Stand? Ich habe auf jeden Fall noch Geld, aber ja, nicht mehr allzu viel. Also meine Reise ist auf jeden Fall jetzt nicht demnächst vorbei. Ich kann schon noch eine Weile reisen, aber ich muss mir dann irgendwie überlegen, wie ich weiterreise oder ob ich nach Hause muss und wieder arbeiten muss, um wieder reisen zu können, oder ob ich in irgendein Land gehe, in dem ich arbeiten kann, um wieder Geld zu verdienen, muss ich mir alles noch durch den Kopf gehen lassen. Die Emily Fox fragt, hast du deine Flipflops noch? Nee, ich habe meine Flipflops beim Trekking in Pakistan in einem Dorf
stehen lassen. Das kotzt mich an und seitdem habe ich keine neuen mehr gekauft. Was schmeckt am besten in Indien? Puh, das ist eine gute Frage. In Indien gibt es so viel leckeres Essen. Also gestern auf der Hochzeit, also auf dieser Silberhochzeitsfeier, boah, das Essen war so gut. Ich liebe ja Papadams, also das ist dieses ganz dünne, knusprige Brot. Gehst du eigentlich zum Arzt, wenn du krank bist, Dr. Shakuri? Dr. Shakuri, ich war auf meiner Weltreise, auch wenn du es mir vielleicht gar nicht glauben willst, noch kein einziges Mal krank. Ich hatte auch noch kein einziges Mal Durchfall oder irgendwie Magen-Darm-Beschwerden. Nur mal ganz leicht in Pakistan, wo ich beim Ibrahim daheim war und das ganze Essen gegessen habe dort. Da habe ich ein bisschen Magenverstimmung gehabt, aber ich hatte nie Probleme, dass ich jetzt irgendwie 10-mal am Tag auf die Toilette rennen musste. Also irgendwie mein Magen, der ist da so drin. Das ist richtig krass. Wie viele Sprachen kannst du? Ich kann 2 Sprachen richtig, Englisch und Deutsch und ein bisschen Indonesisch. Simon, hey Simon, wäre mal nice, wenn du so eine Art hinter den Kulissen machen könntest, wie du deine Videos immer machst. Oh, das ist aber, ja, mal gucken. Vielleicht komme ich mal dazu, wäre cool. Oh, jetzt bin ich wieder überfordert mit den ganzen Nachrichten, weil ich hier gerade zu lange geredet habe. Wie gut muss man Englisch sprechen, um seine Reise zu machen? Meine Englisch-Skills waren, bevor ich gereist bin, eigentlich schon relativ gut, weil ich davor als IT-Systemadministrator gearbeitet habe und alle Systeme in Englisch sind und man da relativ gut Englisch lernt, auch während der Arbeit. Und ja, aber wie gut das Englisch sein muss, also ganz ehrlich, du kannst mit einem ganz normalen Standard-Englisch hierher kommen. Ich habe schon Leute auf meiner Reise getroffen. Die konnten kein einziges Wort Englisch. Stellt euch das mal vor. Kein einziges Wort. So ein Franzose in Thailand, der hat sich einfach nur in Französisch verständigt und hat irgendwie andere Leute für sich übersetzen lassen. Geht's nochmal nach Thailand? Nein, geht es nicht. Ich mag Thailand nicht. Das müssten ja eigentlich die meisten von euch wissen. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 24 und ganz krass, ich habe nächste Woche Geburtstag, Leute. Oder übernächste Woche. Und das 25. Welche Städte besuchst du noch in Indien? Also ich bin jetzt in Delhi, ich will auf jeden Fall nach Jaipur, ich will nach Goa, nach Hampi, nach Chennai. Ich habe schon noch einiges im Kopf und nach Varanasi will ich auf jeden Fall. Hast du alles selber finanziert? Ja, ich habe alles zu 100% selber finanziert. Jetzt sind hier gerade Leute gekommen, die im Hintergrund relativ laut reden, was mich ein wenig aufregt. Sorry dafür. Grüße aus Pakistan. Richtig nice, dass du meinen Stream aus Pakistan schaust. Grüße nach Pakistan. Wo genau in Pakistan? Ja, Mann. Franzosen, die kein Englisch können, das gibt's wie Sand am Meer. Nach Hubli? Was ist Hubli? Hampi, meinst du? Fährst du noch nach Afrika? Höchstwahrscheinlich nicht. Ich wollte vielleicht noch nach Marokko. Wieso ich Thailand nicht mag? Weil Thailand einfach... Da sind so viele asoziale Touristen unterwegs und die gehen mir so auf den Sack, ich kann das nicht leiden. Also meine Kumpels waren ja auch da und haben sich ein bisschen daneben benommen. Aber ich weiß nicht, Thailand ist so, ich krieg da das Kotzen, wenn ich die ganzen Leute sehe, die sich dann da, die nur nach Thailand kommen, um Sex zu haben oder um zu saufen und die ganze Zeit dann provokant, halbnackt durch die Gegend rennen. Ich finde so ein Verhalten einfach nicht angebracht. Das würdet ihr ja theoretisch auch nicht wollen, dass auf einmal zehntausende Touristen nach Deutschland kommen und sich aufführen wie die größten Arschlöcher. Wann hast du Geburtstag? Am 25. September, Schimmelreiter 2. Hey Simon. Was war bis jetzt der schönste Moment auf deiner Reise? Liebe Grüße aus Stuttgart. Hey Laura, mein schönster Moment auf meiner Reise war bis jetzt. Eine Sekunde, ich muss kurz warten, das sind jetzt wieder so ganz laute Menschen im Hintergrund. Jetzt sind sie weg. Der schönste Moment meiner Reise war
die Besteigung von Gondokoro-La in Pakistan, als wir da hoch sind, mitten in der Nacht. Das war total krass. Da bin ich einfach hoch und ich hätte echt, als ich da hoch bin, hätte ich fast angefangen zu heulen, weil es einfach so krass überwältigend war. Oh, ich habe eine Spende bekommen. Richtig nice. Von dem Saulius Zabulis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Jetzt schaue ich mal kurz, was du geschrieben hast. Eine Sekunde. Grüße aus Lahore. Lahore ist nice. Ich komme auf jeden Fall nochmal nach Pakistan. Der Thomas. Hä? Okay, jetzt steht hier auf jeden Fall ein anderer Name, wie es mir gerade angezeigt hat. Mal den Martin als letzten Spender ablösen. Vielen, vielen, vielen Dank, Thomas Kohl. Richtig nice von dir. Mega. Wieso habe ich Nepal vorerst ausgelassen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie keine Lust gerade irgendwie auf Wandern. Weil irgendwie das mit Pakistan dann schon irgendwie zu viel war. Also ich habe jetzt erst die ganzen Berge gesehen. Ich gehe vielleicht schon nochmal nach Nepal, aber in Nepal ist auch so das Problem, dass das Internet total, total, total beschissen. Willst du mal ein Buch über deine Reise schreiben? Wäre schon cool, aber ich hätte eher vor, so vielleicht Vorträge zu machen. Ich glaube, das wäre cooler, so mit Szenen, die ich nie gezeigt habe, mit Geschichten, die ich nie gezeigt habe. Ich habe so viel, was ich gar nicht in meinen Videos gezeigt habe. Also ganz viele krasse Geschichten. Die hebe ich mir alle auf, um die irgendwann mal so zu erzählen. Ich glaube, das wird ganz cool. Sabine, hey Simon, traumhaft dir beim Reisen. Beim Reisen, wo ist die Nachricht jetzt hin? Jetzt ist sie weg. Oh, jetzt finde ich die Nachricht nicht mehr. Jetzt bin ich hier irgendwie ganz off. Keine Ahnung, was jetzt los ist. Was glaubst du, wie lange deine Reise noch dauern wird? Keine Ahnung, Adil. Ich bin mir gar nicht sicher, weil das alles von dem Geld abhängt. Und je nachdem, wie sich das mit meinem YouTube weiterentwickelt. Mein Chat wird nicht aktualisiert. Eine Sekunde, ich schaue mal gerade nach. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der Chat sollte eigentlich... Eine Sekunde, ich mache den mal kurz aus und wieder an. Ah, jetzt wird er wieder aktualisiert, sorry dafür. Ich will den Chat auf jeden Fall drin lassen, weil bei YouTube nämlich die Scheiße ist, wenn man den Livestream nachher auf YouTube anschaut, kann man nicht sehen, was ihr geschrieben habt. Also richtiger Schwachsinn. Auf Twitch ist das automatisch drin, also da ist das ganz normales Feature. Wenn man sich einen alten Livestream anschaut, dann kann man immer sehen, was die Leute geschrieben haben. Und ja, bei YouTube geht das nicht, deswegen will ich das hier mit reinsetzen. Aber irgendwie wird es nicht richtig aktualisiert, du hast recht. Ich glaube, ich muss den Chat einfach offen lassen. Ja, ich muss den offen lassen. Okay, jetzt bin ich wieder am Start, jetzt lese ich wieder den Chat. Was sollte ich auf jeden Fall in Pakistan besuchen? Also ich fand Gilgit und Skardu, also die Region da oben, das war echt extrem nice. Also landschaftlich mein absoluter Favorit. Ganz da oben Karimabad, Skardu. Fährst du mal in die Emirate, Simon? Höchstwahrscheinlich nicht. Ist mir zu teuer. Vermisst du deine Freunde in Deutschland? Schon ein wenig, ab und zu. Aber man trifft so viele Leute auf der Reise und man hat immer jemand um sich rum und
Ich kann ja gut mit den Einheimischen meistens. Ja, also von dem her geht's. Ja, cool, endlich wieder ein Livestream. Ja, ich habe aus Versehen den Chat minimiert und dann wird das Fenster nicht mehr aktualisiert. Richtig kacke. Jetzt ist das alles falsch aufgezeichnet. Aber jetzt lass ich es offen. Hast du nur einen Rucksack mit? Wenn ja, ist das anstrengend. Hast du oft Rücken- oder Schulterschmerzen? Also Knips Travel Block. Ich kann dir nur eins sagen, den Rucksack, also wenn du mit Rucksack auf Reise gehst, den Rucksack hast du viel, viel seltener auf, wie du überhaupt dir vorstellen kannst, weil entweder lässt du deinen Rucksack im Hostel oder du läufst einfach nur mit deinem Rucksack zum Bus und dann geht es vom Bus wieder zum nächsten Hostel und meistens läuft man gar nicht zum Hostel, weil man das dann irgendwie in einem Taxi hockt. Ja, und wo geht's als nächstes hin? Nach Jaipur. Wie kommst du zu dem Livestream? Hast du gar nicht erwähnt, dass du heute live bist? Ja, war irgendwie so ungeplant. Ich habe nämlich heute gedacht, ich mache mal durch und dann hat sich der Livestream ganz gut angeboten. Neben deinem Hostel in Dharamshala ging ich zum Kindergarten rechts von den hohen Treppen. Richtig cool, Mann. Sowas freut mich immer extrem, wenn die Leute die Plätze wiedererkennen. Was ist die beste Airline, mit der du auf deiner Reise geflogen bist? Die beste Airline war höchstwahrscheinlich New Zealand Air, fand ich ganz cool. Von Brisbane nach Christchurch. Hi, ich komme aus Pakistan und wohne aber in Deutschland. Nice. Produzierst du weiter Videos, wenn du wieder in Deutschland bist? Also ich habe eigentlich vor relativ viel Reisen zu meinem Leben, also könnte ich mir schon vorstellen, weiter Videos zu machen. Wow! Timo Höfel, du bist krass unterwegs. Junge, Junge. Timo, ich hoffe, das war kein Aus Versehen. Es war kein Versehen von dir, die 55 Euro. Wenn es ein Versehen war und du mir nur 5 Euro spenden wolltest, dann schreib das einfach in den Chat und ich schicke dir die 55 Euro wieder zurück. Wenn nicht, vielen, vielen Dank, Mann. Mega krass jetzt. Muss ich mal kurz schauen, was du geschrieben hast. Irgendwie aktualisiert es gerade nicht. Keine Ahnung warum. Ah, genau, hier, Timo Höfel. Wie schwer ist dein Backpack? Mein Kamerarucksack wiegt 16 Kilo und mein anderer Rucksack wiegt 8 Kilo. Der Timo schreibt: Gruß von Buddha, gönn dir und deinen lustigen indischen Reisekumpel ein Kingfisher zu deinem Geburtstag. Mache ich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dir. Starte nächstes Jahr auch auf eine dreijährige Weltreise. Deine Videos inspirieren mich total. Bist der Beste. Vielen, vielen Dank, Mann. Richtig krass. Vielen, vielen Dank. Mega. Jetzt kann ich schon wieder. Mit der Spende kann ich jetzt schon wieder einfach 4, 5 Tage länger reisen. So geil, Mann, wir sind einfach die Besten. Ich feiere euch so. Wo hast du bisher am meisten verdient im Laufe seiner Reise? Das verstehe ich nicht so ganz, die Frage. Ich habe eigentlich nie Geld verdient, ich war nie arbeiten. Columbus Bean, warst du schon mal krank auf deiner Reise? Nein, noch nicht und ich hoffe, das bleibt auch so. Houdini, das wird, glaube ich, richtig krass. Also wieder nach Deutschland zu kommen und wieder einen Job zu suchen und alles Alltag, ich glaube, das wird richtig schwer, da wieder reinzukommen, da muss ich dir recht geben. Aber ich habe ja durch dieses YouTube-Kram mit den Videos habe ich noch so eine gewisse Routine während dem Reisen. Also ich sitze ja schon mindestens so 4, 5 Stunden jeden Tag am Rechner und schneide und lade hoch und exportiere und etc. Also
Ja. Bin ich da schon noch so ein bisschen drin in dem Rhythmus? So ist es nicht. Aber wird auf jeden Fall sehr hart. Hattest du keine Angst in Pakistan? Killerkartoffel. Nein, Mann, überhaupt nicht. Wenn du nach Pakistan kommst, es ist alles so friedlich und die Leute sind so verdammt freundlich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe nie freundlichere Leute getroffen wie in Pakistan. Es war einfach so, es hat mich so berührt, wie nett die Leute sind. Hast du ein Motto? Nein, habe ich nicht. Gönn dir Indien. Grüße aus Irland. Was geht in Irland? Kommst du irgendwann mal wieder nach Pakistan? Auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall nochmal in die Berge dort. Das fand ich einfach zu schön. Würdest du Backpacking in Pakistan einer alleinreisenden Frau empfehlen? Nicht unbedingt. Geh einfach mit einem Kumpel oder mit einem Freund oder sonst irgendwas. Es ist einfach schwieriger, würde ich behaupten. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass dir was passieren würde, weil Muslime langen ja Frauen eh nicht an. Da bist du als Frau in Indien wahrscheinlich gefährdeter, dass dir irgendwas passiert. Ist ja relativ bekannt dafür, Indien. Aber in Pakistan, ich glaube nicht, dass da was. Ich habe auch öfter mal Mädels rumspringen sehen. Halt Einheimische, oder halt irgendwelche Pakistanis, die in England oder Deutschland leben und die dann halt da zum Urlaub kommen. Was findest du an den Thousand Islands in Laos so schön? War einfach, keine Ahnung, war extrem entspannt dort. Nicht viele Leute, es war nicht so überfüllt wie Wang Vieng. Aber jetzt kommt dieses ganze Laos-Gedöns auf einmal. Laos war relativ teuer, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist um einiges teurer wie Thailand. Das hatte ich voll vergessen. Also, ist schon relativ teuer, aber ja, ist halt Südostasien. Irgendwie Südostasien, ich war jetzt mittlerweile so oft in Südostasien. Ich war ja, bevor ich meine Weltreise gemacht habe, auch schon 3, 4 Mal in Südostasien. Und ich finde, nach einer Weile hat man dann schon so die Schnauze voll von Südostasien, weil es halt irgendwie. Es ist schon immer so ein bisschen anders, die Länder, aber im Endeffekt ist es dann doch wieder alles das Gleiche. Außer Indonesien, das ist immer noch mein absoluter Favorite und da werde ich auf jeden Fall nochmal hingehen. Also Südostasien ist auf jeden Fall Indonesien Nummer 1 bei mir und wird es auch immer bleiben. Wie gehst du nachher nach Accra? Hier von dem Hostel teile ich mir mit 5 anderen Leuten einen Shared-Taxi für 1000 Rupi pro Person. Und ja, in einer Stunde geht's los, oder eher gesagt, ja genau, in einer Stunde. Und ich muss es einfach nochmal sagen, Timo, vielen, vielen Dank, du bist mega krass, Mann. Kaufst du dir auch mal Souvenirs und schickst sie nach Hause? Ich habe mir bis jetzt noch nie Souvenirs gekauft, aber ich habe ganz coole Andenken. So, Baby Hui, also der eine Kumpel von mir aus Indonesien, der hat mir so einen Schal mit Jakarta drauf geschenkt. Dann habe ich so ein geiles T-Shirt von meinem Tauchen, wo ich tauchen war. Und dann habe ich noch ein paar Andenken von meinem Pakistan-Aufenthalt. Und so von den Highlights habe ich immer so ein paar Sachen, die ich mir dann später wahrscheinlich in meine Wohnung hänge. Also wenn ich mal eine Wohnung haben sollte, ich weiß ja nicht, wie es bei mir weitergeht, aber die hänge ich mir dann in meine Wohnung. Und dann habe ich richtig coole Andenken. Jetzt fliegt hier gerade oben ein Flugzeug über uns drüber. Marcel Adelsbach, richtig krass, 5 Euro. Vielen, vielen Dank, Mann. Ihr seid einfach der Hammer. Jetzt habe ich gerade eine Facebook-Nachricht bekommen, wie ich dann bei meinem YouTube-Stream kommentiere. Bei meinem YouTube-Stream kommentiert man einfach nur, wenn man in den Chat reingeht. Der ist rechts neben dem Video. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was der Marcel mir geschrieben hat zu der Spende. Vielen, vielen Dank, Marcel. Der Marcel schreibt: Der Marcel hat gar nichts geschrieben, aber vielen, vielen Dank, Marcel. Richtig nice von dir. Wie viel Geld brauchst du am Tag im Durchschnitt? Kommt drauf an. Also im Durchschnitt kommt immer so ein bisschen aufs Land drauf an, aber ich habe, glaube ich, noch nie,
also mein Durchschnitt war pro Land noch nie höher wie 20 Euro. Und Gianni, mir wurde noch nie was gestohlen, glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber in Pakistan habe ich einen Ring verloren, der mir relativ wichtig war oder eher gesagt sehr wichtig war. Aber ich weiß nicht, ob der mir geklaut worden ist aus meinem Rucksack raus oder ob ich den verloren habe. Kann ich leider nicht rausfinden. Marcel, ich habe es gesehen. Vielen, vielen Dank. Mega. Denkst du, man kann in Borneo auch als Anfänger gut tauchen? Also um dort tauchen zu dürfen, brauchst du auf jeden Fall einen Tauchschein. Einen Open Water oder einen Open Water Advanced. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob die dich auch mit dem Open Water tauchen lassen. Wie kommst du zu Taj Mahal? Wir teilen uns hier, habe ich gerade schon mal gesagt, wir teilen uns hier von dem Hostel alle zusammen ein Taxi. Und Columbus Bean, ich wurde schon mal beklaut in Bali. Von einem Affe, der hat mir meine Mütze geklaut. Aber sonst eigentlich nicht. Wenn du in Pakistan leben müsstest, wo wäre es? Definitiv in Islamabad. Da hat es mir richtig gut gefallen. Da hat es auch gutes Internet. Ansonsten, wenn sie in Skardu gutes Internet hätte, dann würde ich in Skardu wohnen wollen. Wann bist du in Südamerika? Ich hoffe, ich schaffe es überhaupt nach Südamerika von dem Geld her. Aber. Wenn der Stream so weitergeht, höchstwahrscheinlich schon. Nee, wenn ich nach Südamerika gehe, dann höchstwahrscheinlich im Mai 2017. Warst du mittlerweile mal beim Friseur? Lange Haare stehen dir besser als kurze. Nein, ich war noch nie bei einem Friseur, seitdem ich am Reisen bin. Also 500 Tage habe ich mir noch nicht die Haare geschnitten. Hab eine private Frage. Hattest du schon auf deiner Weltreise 6. Wenn du meine Videos verfolgst, dann kannst du das höchstwahrscheinlich denken, die Antwort. Da werde ich jetzt nichts dazu sagen. Hey Simon, hast du Angst, dir nahestehende Personen zu verlieren, während du im Ausland bist? Möchte nächstes Jahr auch durch die Welt reisen und irgendwie beschäftigt mich das sehr. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hadorado. Und ja, habe ich schon, wenn ich ehrlich bin. Ich denke mir immer so, wenn irgendwie ein Kumpel oder jemand aus meiner Familie stirbt und du bist nicht da und dann brauchst du auch noch ewig oder es muss ja nicht mal mehr jemand sterben, es muss ja nur einfach irgendwas Schlimmes passieren und dann kommt noch die Sache dazu, dass du so weit weg bist. Also jetzt gerade nicht, Indien bist wahrscheinlich in 10 Stunden daheim, wenn es gut läuft. Aber ja, ist schon so eine Sache. Aber ich gehe einfach mal vom Guten aus, dass nichts passiert. Wie viel Uhr ist bei mir gerade? Mondpuppe. Mondpuppe, bei mir ist es jetzt genau so viel Uhr. Ich hoffe, du kannst es lesen. Manuel, die Frage habe ich gerade beantwortet. Tauchschein hat er, glaube in Thailand irgendwo gemacht. Da ist es am günstigsten. Ja, ist es definitiv. Auf, wie heißt die Insel? Koh Tao ist es am günstigsten. Grüß mal Afak. Alles klar, Grüße gehen raus an Afak. Was waren die exotischsten Tiere, die du bis jetzt so gesehen hast? Also ich würde sagen, dass es die wilden Orang-Utans waren in Borneo. Die gibt es nämlich nur dort, sonst nirgends. Wird es noch öfter solche Streams geben? Finde es geil. Ich hoffe doch. Also solange ich in Indien bin und dieses geile Smartphone habe mit den 4 Giga, mein Handytarif wurde jetzt downgegradet von unlimitiert auf 4 GB am Tag, aber das reicht mir auch locker. Wie bist du auf deiner Reise krankenversichert? Ich bin über die Allianz krankenversichert, eher gesagt über die STA Travel, also wenn man bei der STA Travel eine Krankenversicherung abschließt, geht das über die Allianz. Und das kostet irgendwie so 50 Euro im Monat mit einer Gepäckversicherung. Also ich habe da meine Kameras auch mit versichert, glaube ich zumindest. Die Versicherungsgesellschaften, die stellen sich ja dann immer so an, wenn man dann einen Schadensfall hat. Und ich kann auch zu dieser Krankenversicherung überhaupt nichts sagen, weil ich sie noch nie benutzt habe. Also ich habe dazu keine Erfahrungswerte. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ob die gut oder schlecht ist. Vermissen dich deine Eltern sehr?
ich weiß nicht, die schauen eigentlich jeden Tag meine Videos und von dem her müsste es eigentlich gehen mit dem Vermissen. Also ich glaube, es hält sich in Grenzen. Und meine Mom kommt jetzt auch in 2 Monaten mich besuchen in Sri Lanka. Freue mich extrem. Wo gibt's das beste Essen? Mein Lieblingsessen gab's bis jetzt in welchem Land? Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Das ist eine gute Frage. Stehen China oder die Mongolei auf deiner Liste? Also China auf jeden Fall nicht, weil ich China nicht leiden kann. Gerade wegen der Regierung und gerade auch, was die in anderen Ländern so treiben. Deswegen möchte ich das eher auslassen. Nein, ich habe mich noch nicht ernsthaft verletzt. Simon. Könntest du dir vorstellen, nach Nordkorea zu reisen? Und was würdest du gerne noch in Kamera-Zubehör dabei haben? Ich könnte mir extrem gut vorstellen, nach Nordkorea zu reisen, aber das ist extrem teuer und alles, was man dort gezeigt kriegt, ist extrem gefaked und nicht echt. Deswegen ist es auch so eine komische Erfahrung, die man dann haben wird. Travel Explorer, das Wort sagt man aber eigentlich nicht, das ist dir bewusst. Du bist in Sri Lanka, ich bin in Sri Lanka ab November erst. Wie schützt du dein Kamera-Equipment in den Hostels? In den ganzen Hostels gibt es immer Locker, also einfach Dinger, wo man seine Sachen abschließen kann und dann kommt da keiner ran. Bist du Buddhist? Nein, bin ich nicht, ich bin Atheist. Wie viel Geld hast du noch für das Reisen? Über Geld spricht man doch nicht, Philipp. Nee, ich habe jetzt ungefähr so, wie viel Prozent habe ich denn ungefähr ausgegeben von meinem Budget? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ich muss mal, weil ich habe nämlich mehrere Bankaccounts. Ich habe so einen Bankaccount, wo ich dann noch so eine Sicherheit habe, falls meine Kreditkarte gesperrt wird, dass ich dann auf jeden Fall noch Geld habe. Und auf dem Konto weiß ich gar nicht, wie viel da drauf ist. Da hatte ich 6.000 Euro drauf, bevor ich los bin. Aber ich weiß gar nicht, wie oft ich da abgehoben habe. Also ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube so, ich habe vielleicht noch 40% oder sowas oder 30. Keine Ahnung. Ich muss das mal zusammenrechnen. Vermisst du deine Freundin in Deutschland? Ja. Mann. Schon ein bisschen, auf jeden Fall. Aber man trifft ja immer wieder Leute auf der Reise. Bin ein Riesenfan. Wann kommst du wieder nach Deutschland? Weiß ich noch gar nicht. Kommt drauf an, wie lange ich noch mit meinem Geld auskomme. Hattest du jemals Probleme mit dem Essen? Nein, noch nie. Ob man sich in Pakistan selbstständig machen kann, kann ich dir auch nicht sagen. Dazu kenne ich mich nicht aus. Welche Utensilien sind auf Arbeit unerlässlich? Welche Arbeit? Ich war heute in Holzgerlingen. Cool, dass es wieder einen Stream gibt. Was hast du denn heute in Holzgerlingen gemacht? Felix Scheiner, das ist jetzt zum Beispiel hier der Typ in dem Chat. Der Felix ist ein Kumpel von mir und er vermisst mich auch. Aber er wollte mich eigentlich auch besuchen kommen in irgendeinem Land, aber er kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Willst du wieder in Germany wohnen oder im Ausland? Es kommt drauf an, wenn ich irgendwo jemanden kennenlernen würde, meine Traumfrau in Anführungszeichen oder sonst irgendwas, könnte ich mir auch vorstellen, im Ausland zu wohnen. Aber eigentlich, Imran ist am Start, was geht ab? Hello, can't understand anything. I'm in Delhi, Imran, what's up? How are you? What's happening in Islamabad? Zweifelst du manchmal daran, YouTube weiterzumachen? Also, wenn ich mir YouTube Deutschland so anschaue und auf die Trendseite klicke, dann würde ich am liebsten mich suizidieren. Imran, I'm
fine, I'm perfect. India is actually pretty nice. I thought I will not like it that much, but it's actually, it's good. How are you, Imran? I hope you're doing well. What's with your study visa? Hast du schon mal Werbedeals angeboten bekommen? Ja, ich habe schon mehrfach Werbedeals angeboten bekommen, aber war nur Scheiße dabei. Also nur irgendwie so blödes Zeug. Really good to see you talking. Nice. Ja. Ja, ich verdiene was bei YouTube, aber nicht viel. Vielleicht, das sind so, gerade sind es so 120 Euro im Monat für Werbung. Also nicht, das, ob ich das jetzt kriegen würde oder nicht, macht jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Pakistan, Sindabad. Hey, Zaismon. Jetzt kommt der nächste Kumpel von mir online, der Yannick. Der kommt mich auch nicht besuchen. Alle meine Kumpels kommen mich nicht besuchen. Hast du dir mal überlegt, weniger Fleisch zu essen? Du isst ja schon viel Fleisch. Also in Indien muss ich sagen, ich esse fast überhaupt kein Fleisch. Heute war das erste Mal seit, glaube ich, 4-5 Tagen, dass ich wieder Fleisch gegessen habe, was richtig krass ist für meine Verhältnisse. Und in Indien wird man automatisch zum Vegetarier. Es gibt so wenig Fleisch. Wie ist es mit Geschlechtsverkehr? Musliminho Islamovic. Oh, jetzt leckt der Stream. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Geht eigentlich. Also der Stream dürfte eigentlich nicht so laggen. Spul mal ein bisschen zurück und stell die Qualität einfach ein bisschen runter. Dann sollte es gehen. Oh, jetzt muss ich hier den Chat wieder aufmachen, sonst... Ah, still some month remaining. What's up with Ferva, Imran? Ah, with Ferva right now. So tell her some greetings from me. Ab März komme ich dich besuchen, wenn du an einem geilen Ort bist. Im März, ja, musst du nach Südamerika kommen, Digga. Ich finde dein YouTube-Ding richtig cool. Ich auch, Mann. Ich kann das später auch mal meinen Kindern zeigen, das ist das Coole. Und dann kann ich denen zeigen, was ich alles erlebt habe in meinem Leben. Möchtest du nach deiner Reise, was möchtest du im Beruf? Ich möchte, also wenn es möglich wäre, würde ich, also wäre schon so ein, wenn ich ehrlich bin, es wäre ein extrem großer Traum von mir mittlerweile, das Reisen zu meinem Beruf zu machen. Oder mit dem Reisen irgendwie Geld zu verdienen oder halt irgendwie im Medienbereich. Film, Dokumentarfilm oder YouTube oder etc. Ja, Yannick, dann kommst du am besten zusammen mit dem Flix, weil der hat nämlich auch Bock auf Südamerika. Stream ist perfekt, das freut mich. Warst du schon mal in Südafrika? Nein, noch nicht. Vielleicht mal in ein paar Jahren. Was inspiriert dich am meisten in Indien? Also die ganzen Zeremonien und was die alles am Start haben. Und... Ja, es ist schon echt sehr, sehr, sehr spirituell in Indien. Und das Krasse kommt ja erst noch. Ich gehe ja erst noch nach Varanasi. Das ist eine ganz krasse Stadt. Aber da sieht man auch viel Scheiß. Also ich bin echt gespannt. Das Beste, wenn man von der Wiesn heimkommt, auf der Couch chillen und dich live anschauen. Liebe Grüße aus München, mach weiter so. Bist du denn betrunken, Nadine, wenn du auf der Wiesn warst? Von allen reisenden Touristen, die dich auf deinen bisherigen Reisen kennen. Was? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Imran, don't say that. Jetzt Butter bei die Fische. Wie lässt du deinen Druck ab? Was sind das für Fragen, Leute? Rafft euch doch mal. Du wirst noch gutes Geld auf YouTube verdienen. Ich glaube an dich, dass der Traum in Erfüllung geht. Ah, ich glaube, dass das auf YouTube Deutschland wirklich schwer ist, Bruder. Weil die Leute in Deutschland, die wollen
guten Content wollen die gar nicht sehen. Ich schau mal, wenn du jetzt bei YouTube bist, geh mal auf die Startseite nachher, wenn der Stream vorbei ist, und klick einfach mal auf die Trending-Seite. Und dann schaust du dir erstmal die ersten 5 Videos an, die da auf der Trendseite sind. Und dann weißt du, warum YouTuber die Qualität, oder halt, es gibt so viele gute YouTuber auf YouTube Deutschland, und die haben kaum Abonnenten und die machen so geile Videos. Ich wollte heute eh nochmal ein paar YouTuber pushen in dem Livestream, die richtig geile Videos machen, aber die sind jetzt keine YouTube Deutschland. Der Stream, Backpack Legend, der Stream ist extrem. Der Stream wird auf jeden Fall nachher auf YouTube öffentlich sein. Doch, wir wollen guten Content. Ja, aber die Mehrzahl auf YouTube Deutschland will keinen guten Content. Das ist das Problem. Hör auf mit deinem Livestream, das will doch keiner sehen. Warum schaust du es denn dann? Ha? Weil ich zum Friseur will, wenn ich nach Hause gehe. Was war deine bisher teuerste Reise? Ich glaube, Neuseeland war am teuersten, da war ich aber auch am längsten. Wir wollen keinen guten Content, deshalb schauen wir dich. Spaß, bin voll der Fan von dir. Danke, Jasper Jones. Sind da mal so viele Kühe, wie man immer denkt? Ja, Mann. YouTube ist aber eine gute Plattform, um sich selbst zu vermarkten. Er wird bestimmt noch entdeckt. Vielleicht, schauen wir mal. Wenn nicht, ist es mir ehrlich gesagt auch egal. Ich bin jetzt nicht unbedingt darauf aus, jetzt irgendwie berühmt zu werden. Ich finde dieses Wort berühmt oder Fans zu haben eigentlich irgendwie auch immer unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Einfach Zuschauer, die meine Videos gucken und gut ist. Was sagst du zur AfD? Das ist der letzte Drecksladen und ich weiß echt nicht, warum die so viel Zuspruch kriegen mit der Scheiße, die die verzapfen. Ja, hier sind so viele Kühe, wie man denkt. Heute noch was vom Charas naschen? Nein, definitiv nicht, weil ich muss nämlich jetzt nachher zum Taj Mahal in 45 Minuten. Willst du nach Nordkorea? Nein, will ich nicht. Wie viel Geld hast du bisher schon ausgegeben? Ich glaube, so ungefähr 12.000 Euro, 14.000 Euro vielleicht. Was hältst du von der politischen Lage in Deutschland? Wenn ich ehrlich bin, ich verfolge das überhaupt gar nicht. Also ich schaue auch keine Nachrichten, eigentlich gar nichts. Irgendwie habe ich kein Interesse daran. Grüße an dich, Tanja. Grüße an dich, Tanja. Von mir. Was vermisst du aus Deutschland? Wenn ich ehrlich bin, ich vermisse Döner. Yannick, Adikosch. iPhone 7, hässlich. Keine Ahnung, iPhone 7, kein Headphone-Jack, also kein Kopfhörerstecker, größter Schwachsinn überhaupt. Man kann nicht mal mehr sein iPhone laden, während man das irgendwo angeschlossen hat, um zum Beispiel an einer Anlage Musik abzuspielen, die kein Bluetooth hat. Wie kann man denn so eine Scheiße produzieren? Wie ist dein Masterplan? Wirst du wieder zurück ins Arbeitsleben in Deutschland? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich lasse alles mal ganz entspannt auf mich zukommen und schau mal, wie es am Ende meiner Reise aussieht. Vielleicht muss ich auch gar nicht aufhören zu reisen. Man weiß es nicht. Wurden dir schon mal Frauen zur Heirat angeboten? Bis jetzt noch nicht. Ich habe auf jeden Fall vor, noch Paragliden zu gehen in Indien, denke ich mal. Nein, ich habe kein Cricket spielen gelernt. Hätte ich aber gerne, wenn ich ehrlich bin. Mache ich vielleicht noch in Indien. Liebe Grüße an dich, Tina. Auch liebe Grüße von mir an dich, Tina.
Ja, Sri Lanka in November, Imran. You're coming, but my mom is coming as well, Imran. So maybe we have to move this a little bit back to the end of November, maybe. Komm nach Pakistan zurück, ich bring dir Flipflops. Alles klar? Das Problem ist, ich krieg kein Pakistan-Visum mehr, weil dann müsste ich meinen Pass schon wieder nach Deutschland schicken. Ich weiß gar nicht, Türkei, wie ist denn da gerade die politische Lage? Sollte man da gerade reisen oder eher nicht so nach dem Aufstand und dem ganzen Kram? Iran habe ich auf jeden Fall Bock. Und Afghanistan halte ich auch auf jeden Fall Bock, aber Afghanistan ist noch ein bisschen zu gefährlich, da muss ich noch ein paar Jährchen warten, aber Iran steht eigentlich auf der Liste. Welches Land würdest du uns empfehlen, unbedingt mal zu bereisen? Pakistan, Mann. Es war für mich das eindrucksvollste Land, weil man einfach von dem Land nicht das erwartet, was man bekommt. Man denkt so, oh, da geht es bestimmt voll drunter und drüber und alles ist scheiße und so. Und dann kommt man da an und trifft die freundlichsten Menschen, die man jemals getroffen hat und alles. Das ist dann schon komisch. Wann warst du das letzte Mal lattendicht besoffen? Muslimino, deine Fragen sind echt die besten. Hey. Wann ich das letzte Mal besoffen war? Zwar höchstwahrscheinlich in Thailand, als ich meine Kumpels besuchen waren. Obwohl, da war ich eigentlich auch gar nicht betrunken, kein einziges Mal. Und, oh, es kam was? 10 € von Thomas Klausmeier. Mega Mann. Richtig nice von dir, Thomas. Freut mich richtig. Ich muss kurz schauen, was du geschrieben hast. Eine Sekunde. Oh, falsches Passwort. Der Thomas schreibt, warum aktualisiert es denn nicht? Von der Türkei wird abgeraten. War trotzdem kein Problem. Warst du dort? Thomas Klausmeier, deine Spende wird bei mir hier irgendwie nicht angezeigt. Gonna wash up. Lol, end of November is good and then maybe think of Iran as well. We will text in WhatsApp, Bro, and discuss everything. Könntest du dir ein Leben in Pakistan vorstellen? Nicht unbedingt. Also zum Urlaub und so, um sich mal anzugucken, ist schon ganz cool. Aber, ne, also leben würde ich da nicht wollen. Andalusien steht eigentlich auch nicht auf der Liste. Was ist das für eine Cap? Ah, jetzt ist deine Spende angekommen. Eine Sekunde, jetzt muss ich das mal hier vorlesen. Ah, der Thomas hat auch nichts geschrieben, aber Thomas Klausmeier, vielen, vielen Dank für deine Spende. Echt, richtig, richtig nice von dir. Vielen, vielen Dank. Was ist das für eine Cap? Das ist so eine gefakte Superdry JPN Cap, die ich mir in Malaysia irgendwo gekauft habe, weil ich meine andere Cappy, die mir jemand geschenkt hat, verloren habe. Das mich auch extrem angekotzt hat. Die ist mir, als wir auf einem Pickup hinten gehitchhiked sind, ist mir meine alte Cappy weggeflogen. Die Cappy vermisse ich immer noch, die war viel besser. Die roten Bananen, Sascha, ich versuche die die ganze Zeit schon zu finden. Ich weiß, du schreibst das Kommentar echt schon ewig unter meine Videos, aber ich habe die roten Bananen einfach noch nie gesehen. Ich würde die sofort kaufen, wenn ich die finden würde. Muss ich mal kurz hier meinen Stream gucken, wie das gerade alles läuft. Wie ist die Qualität, Leute? Schreibt es mal wieder in den Stream rein. Ich habe schon über 1200, nee, ich habe schon über 12.338 verlorene Frames in dem Stream. Das ist einiges.
Also mit Peru hätte ich auch mega Bock drauf. Also Südamerika, wie gesagt, steht auf jeden Fall auf der Liste. Was halte ich von Around the World Tickets? Überhaupt nicht. Das ist totaler Schwachsinn. Also es gibt ja eine gewisse Flexibilität von diesen Around the World Tickets, aber meiner Meinung nach ist das trotzdem Schwachsinn. Vielleicht sind die dann am Ende, diese Around the World Tickets sind dann vielleicht 50 € günstiger insgesamt. Aber das macht euch so viel kaputt. Ich habe so viele Leute in Neuseeland oder irgendwo auf der Welt getroffen, die alle geflucht haben, weil sie ein Around the World Ticket haben und dann konnten sie es nicht umbuchen und dann hat es ewig viel gekostet beim Umbuchen. Da hat sie pro Umbuchen 100 € zahlen müssen. Also richtiger. Also ich selber würde niemals ein Around the World Ticket kaufen, weil es einfach von der Flexibilität einfach total beschissen ist. Und ja, das müsst ihr aber selber entscheiden. Also ich würde es nicht empfehlen. Ob ich zock, also in Deutschland habe ich schon relativ viel gezockt, besonders Dark Souls, falls es dir was sagt, das war mein Lieblingsspiel. Wie findest du Nicki Minaj beschissen? Wie schaust du mit einem Europa-Trip, wie schaut es mit einem Europa-Trip oder Europareise aus? Ja, deshalb schiebe ich alles mal nach hinten, dieses Europakram. Also ein paar Länder in Europa interessieren mich schon sehr, so Norwegen und Finnland und die ganzen Plätze und Schweden. Sowas hätte ich schon Bock. Aber später, das hat Zeit. Ich will jetzt erstmal die weite Welt erkunden, bevor ich mir in Europa alles angucke. Was machst du, wenn du mal beim Reisen kein Hostel findest? Also man findet eigentlich immer was, da brauchst du keine Sorge machen. Verfolgst du die Wahlen bei mir in Österreich? Nee, wie sind denn die Wahlen bei dir in Österreich? Wo bekommt man die günstigsten Flüge? Also, ich kann Urlaubspiraten echt empfehlen. Ich bin für 200 € nach Neuseeland geflogen. Samir, hör bitte auf zu spammen. Triffst du weibliche Backpacker in Indien? Ja, ganz viele sogar. Also, es sind echt viele Frauen hier unterwegs. Aber was ich mal sagen muss, also was einem extrem auffällt im Vergleich jetzt zu Südostasien, die Leute, die in Indien reisen, sind komplett anders. Sie sind ganz andere Menschen. Also Leute, die nach Indien kommen, um zu reisen, sind einfach, es sind nicht, es gibt kaum Assis, die hier durch Indien reisen, was ich ganz cool finde. Also keiner, der sich so richtig daneben benimmt. Syrien ist jetzt gerade auch nicht, glaube ich, so angebracht, dahin zu reisen, oder? Was ist das im Hintergrund? Das im Hintergrund, guck mal, das ist die Wand hier von dem Hostel. Und die sieht komplett so aus. Da haben überall Leute Sachen hingeschrieben. Zum Beispiel, beautiful place experience, thanks so much, love. Und keine Ahnung, da schreiben die Leute auch immer, woher die kommen. Das ist ganz üblich in den Hostels, dass man irgendwie so was hinterlässt, was andere dann lesen können. Mach morgen noch eine Timelapse. Also ich will eigentlich morgen auf jeden Fall eine Timelapse machen, wenn ich schon am Taj Mahal bin. Würdest du dich trauen, nach Nordkorea zu gehen? Auf jeden Fall. Also Nordkorea hätte ich Bock, aber ist halt teuer wie Sau. Hast du noch Kontakt zu Baby Hui? Also ich habe mit denen noch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir ab und zu mal schreiben. Aber ich habe auf jeden Fall geplant, meine ganzen einheimischen Kumpels in Indonesien noch mal besuchen zu gehen. Eat, Pray, Love, ich habe den Film gar nicht angeguckt. Was wolltest du als kleiner Junge mal werden? Ich glaube, ich wollte Baggerfahrer werden. Kann man auf Reisen Geld verdienen ohne Arbeitsvisum? Also ich habe gehört, dass schon so manche in Australien schwarz gearbeitet haben, ohne Probleme. Wie kam die Entscheidung, auf Weltreise zu gehen, obwohl du schon im Arbeitsleben warst? Ich wollte eigentlich in meinem Leben immer eine gute Ausbildung haben, ein bisschen Arbeitserfahrung und dann war für mich eigentlich schon immer klar, dass ich meine Weltreise machen will. Also für mich war das jetzt nicht irgendwie so eine dramatische Entscheidung.
es war schon irgendwie so eine dramatische, es war dramatische Entscheidung, aber nicht wegen meinem Job oder sonst irgendwas, sondern eher, weil ich eine Freundin hatte für eine relativ lange Zeit in Deutschland. Und ja, das ist dann nach einer gewissen Zeit, als ich in Neuseeland war, in die Brüche gegangen. Also wir waren noch zusammen, als ich Deutschland verlassen habe, aber mittlerweile nicht mehr, was schade ist. Bist du auf Spenden angewiesen, um deine Reise fortsetzen zu können? Kannst du bereits nur von Spenden leben? Wie kam die Spendenidee? Also, ich bin jetzt nicht angewiesen auf die Spenden, noch nicht, aber ich glaube, nicht in allzu ferner Zeit bin ich auf die Spenden angewiesen. Nur von den Spenden leben kann ich nicht, dafür ist es leider nicht genug. Und wie die Spendenidee kam, keine Ahnung, ich dachte einfach, ist ja freiwillig, wenn mich jemand unterstützen will, warum nicht? Ja, das war's, so bin ich da drauf gekommen. Ich war, glaube ich, so ziemlich der Erste von den ganzen Reise-YouTubern, der einen PayPal-Spendenlink hatte. Das haben wir irgendwie alle nachgemacht, weil danach was bei mir angekommen ist und dann haben alle gedacht, oh, das mache ich jetzt auch. Kannst du bitte nochmal wiederholen, mit welcher Seite du mit 200 Euro nach Neuseeland geflogen bist? Mit Urlaubspiraten. Eine Sekunde. Das müsste die Seite sein. Guck mal, ob die funktioniert. Urlaubsberaten.de. Aber da musste ich, das war ein Zufall, dass ich den Flug gefunden habe. Also die Webseite, die sucht nach Preisfehlern von Airlines. Und man muss da extrem schnell sein. Also ich habe dann den Flug gefunden, habe dann auch innerhalb von 10 Minuten gebucht. Die haben das auf Facebook gepostet. Ja, das ist meine Freundin. Wer ist deine Freundin? Ich bin in Delhi. Hast du abgenommen? Ich glaube eigentlich nicht. Bitte besuchen Sie auch Südindien. Mache ich auf jeden Fall. Noch Freundin? Hast du ein schlechtes Gewissen, Spenden zu kassieren? Also ich finde es gut, dann reist du länger. Also ich habe eigentlich kein schlechtes Gewissen. Warum sollte ich auch ein schlechtes Gewissen haben? Die Leute, die mir Geld spenden, die machen das ja bei vollem Bewusstsein. Und die finden das ja toll, was ich mache, oder denen ist es das Geld wert und die wollen mich einfach unterstützen. Und ich habe ehrlich gesagt auch schon öfter Livestreamern Geld gespendet in Deutschland, die ich richtig cool fand, weil ich früher relativ viel gezockt habe. Und keine Ahnung, deswegen kann ich das eigentlich schon verstehen. Hygiene in Indien geht eigentlich echt, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Hast du Angst vor Krankheiten im Ausland? Nee, überhaupt nicht. Ich war ja auch noch nie krank. In 500 Tagen kein einziges Mal krank. Nach Multan? Nein, eigentlich nicht. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich nach Pakistan gehe. Wieso gehst du so spät zum Taj Mahal? Ich gehe nicht spät zum Taj Mahal, ich gehe früh zum Taj Mahal. Von Delhi fährt man nämlich 3 Stunden. Das heißt, wir sind perfekt zum Sonnenaufgang am Taj Mahal. Bis wann streamst du heute noch? Ich streame noch genau 25 Minuten, weil dann muss ich nämlich ins Taxi, im Taj Mahal, und dann werde ich da 3 Stunden schlafen und ja, dann schauen wir uns dort den Sonnenaufgang an. Warum willst du kein Sadhu werden? Ich weiß nicht, das ist glaube ich nichts für mich, da muss man ja sein komplettes Leben aufgeben. Kommen jetzt wieder regelmäßig Videos. Also ich habe ja noch nie Daily Videos gemacht. Es gibt bei mir einfach mal Tage, wo ich dann einfach sage, ich habe heute keinen Bock Video zu schneiden oder ich habe heute keine Lust zu filmen, gerade wenn ich nicht viel mache und einfach der Content dann einfach, also wenn du auf Weltreise bist, musst du dir so vorstellen, du kannst nicht jeden Tag eine geiles Zeug machen, das geht einfach nicht. Da wirst du so müde von. Ich merke es auch jetzt schon wieder. Ich bin so platt und
Morgen werde ich wahrscheinlich auch kein Video schneiden, weil es einfach zu krass ist. Ich hatte heute wieder nicht richtig Schlaf. Jetzt kam gerade eine Spende von Isabel Thomas. Vielen, 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 vielen Dank. Jetzt muss ich gerade mal die Spende aufmachen und mal schauen, was da drin steht. Hoffentlich steht was drin. Oh, jetzt wollte ich gerade mein iPhone ein Update machen. Ich habe es zum Glück unterbrochen. Kannst du mich mal grüßen, Dr. Sharkuri? Ich grüße dich. Wie sieht es mit den Simon Labert-Videos aus? Ja, muss ich mal schauen, wann mal wieder eins kommt. Danke dir, Matthias. Freut mich. Wie viele Stunden brauchst du ungefähr, um ein Video zu schneiden? Kommt drauf an. Also, wenn es ein ganz normales, simples Video ist, ohne viel Musik, ohne viel Landschaftsaufnahmen, ohne viel Color Grading, dann brauche ich so vielleicht 2,5 Stunden. Und wenn es ein richtig aufwendiges Video ist, zum Beispiel wie das Video mit dem, das letztens kam, mit dem Simon erklärt, das hat 6,5 Stunden gebraucht. Lieber Simon, also ich lese jetzt kurz die Spende vor von der Isabel. Lieber Simon, danke für deine tollen Videos. Deine Vlogs sind grandios. Ich schicke dir eine kleine Spende, damit die Reise noch eine Weile weitergeht. Vielen, vielen, vielen Dank, Isabel. Danke, danke, danke. Richtig nice von dir. Arbeitest du auch im Ausland? Nee, ich mache eigentlich nur dieses YouTube-Kram, aber das ist auch Arbeit. Vielleicht hört sich's, vielleicht denken das die meisten nicht, aber es ist wirklich auch Arbeit. Meine Rucksäcke sind in meiner Videobeschreibung verlinkt. Danke dir, Buddha. Freut mich, dass mich keiner toppt. Lieber Simon, ich würde mich freuen, wenn du mal auf Instagram vorbeischaust. Ich heiße da Go Anna Pro. Ich bin da mit meiner GoPro unterwegs. Mach ich mal. Hast du dir das Bearbeiten selbst beigebracht? Ja. An meinem ersten Tag in Neuseeland habe ich gleich versucht, ein Video zu schneiden. Und das ist erstmal richtig fett nach hinten losgegangen. Ja. Traveler sind sehr intolerant anderen Kulturen gegenüber. Keine Ahnung. Also ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich schaue keine anderen YouTuber, besonders keine anderen Reise-YouTuber, besonders keine deutschen. Ich schaue eigentlich nur 90% eigentlich nur englische Kanäle. Ja, und einen von diesen englischen Kanälen, die ich extrem feiere, da möchte ich gern, eine Sekunde, muss ich kurz raussuchen. Ich möchte den Kanal unbedingt pushen, weil dieser Junge hat so extrem wenig Subscriber für die Arbeit, die der sich macht. Das sind so geile Videos. Also mir gefällt es extrem. Nein, ich habe mich in Deutschland nicht abgemeldet. Ich bin noch immer bei meinen Eltern bin ich gemeldet. Mit welcher Kamera machst du die meisten Fotos? Ich mache nur mit meiner Canon Spiegelreflex-Fotos, mit sonst nichts. Eine Sekunde, ich muss mal kurz den Kanal raussuchen. Ich will das in jedem Livestream machen, dass ich auf jeden Fall einen Kanal push, den ich extrem gut finde. Und von dem Kanal bin ich echt extrem überzeugt. Jetzt muss ich den Kanal nur finden. Eine Sekunde, wo ist der denn, der gute Herr? Das könnte ein bisschen dauern. Ich habe so viele Kanäle abonniert. Hier haben wir ihn. Flynn Kliman gucke ich natürlich. Kenne ich. Und ich will auf jeden Fall mal ins Klimans Land. Das wäre auch so ein Weltreiseziel, wo ich auf jeden Fall noch vorbei will. Das finde ich auch, die Aktion von ihm finde ich auch extrem cool. Also,
gefällt mir echt richtig gut, was der da macht. Der Typ ist einfach, sowas sollte mehr auf YouTube Deutschland vorhanden sein. Nicht so eine Scheiße wie irgendwie in 40 Kilo Schokolade zu baden, dass sich dann alle angucken. Seid mal bitte so nett und geht alle auf dem seinen Kanal und tut den einfach mal subscriben. Der Typ ist einfach der absolute Hammer. Was, der hat so drauf, was Video-Edits angeht. Ich spam das jetzt hier kurz rein, sorry Leute. Aber der Typ ist einfach total sehenswert und für mich so eine ganz krasse Inspiration. Der Typ hat es einfach so krass drauf. Und schaut mal ein paar Videos von dem an und lasst ihm mal ein paar Grüße von mir da. Das ist ein australischer YouTuber und der Typ ist einfach extrem cool, Mann. Respekt für deinen Mut und deinen Lebensstil. Danke dir, Tinai. Ich spam noch mal kurz, sorry dafür. Wenn man kein PayPal hat, dann kann man mir einfach nicht spenden. Ist auch nicht so schlimm. Ich habe den Link hier reingepostet. Der Typ, oh, wenn ich mir dem seine Videos angucke, oh, der hat gerade vor einer Stunde ein neues Video hochgeladen. Schreibt doch gerade mal unter das neue Video alle Grüße von Backpacking Simon rein. Das würde mich so freuen, weil ich habe mir dem auch schon geschrieben, weil ich dem einfach seine Videos so geil finde. Instant abonniert. Ja, ich mache das jetzt jedes Mal. Jan Orlinshausen. Liebe Grüße, Jan Orlinshausen. Wie heißt der Kanal? Hier ist der Link zum Kanal. Einfach auf den Link klicken, dann bist du schon auf dem Kanal. Bei mir ist es jetzt 1.40 Uhr. Ich kann es nicht schauen. Warte, ich schreibe euch den Kanal auch nochmal in den Chat. Eine Sekunde. Das ist der Name. Lasst auf jeden Fall ein paar Grüße von mir da. Jetzt hat es wieder jetzt nicht kopiert. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr den ein bisschen supporten könntet, weil der macht echt extrem geilen Content. Also, kannst du irgendeinen Satz auf Hindi sagen? Nein, kann ich nicht. Das ist der Name von dem YouTuber. Ich will auf jeden Fall 100 Subscriber mehr sehen bei dem. Der ist einfach der Wahnsinn. Ich verlinke den auch einfach mal unten noch in meiner Videobeschreibung. Der Typ ist nämlich echt cool. Das kann ich gerade mal hier noch reinschreiben. Nein, Mann. Dafür bekomme ich kein Geld. Ich glaube, dafür würde der auch nicht bezahlen. Redest du eigentlich nur viel, wenn du Videos machst? Nein, ich rede auch so echt viel mit anderen Leuten. Hast du vor, was ich alles in meinem Rucksack habe, Video zu machen? Master 2710. Wenn ich dafür, oh, das ist so eine richtig dumme Aussage. Schau seine Videos an und dann weißt du, dass ich dafür kein Geld bekomme, weil der extrem geilen Content macht. Ich habe es gesehen, Mann, dass du dich mit denen getroffen hast, weil die nämlich auf Instagram das gepostet haben. Ich habe mich voll gewundert.
Ich spreche eigentlich schon immer fließend Englisch. Wan Munta Ub. Dein Name ist echt schwer auszusprechen. YouTuber Push. Okay, so, jetzt kann ich wieder Fragen beantworten. Eine Sekunde. Danke für die Empfehlung. Simon, bleib so natürlich und lebensfroh. Ich freue mich auf weitere Videos. Wäre cool, wenn man sich irgendwann mal trifft. Europa-Trip. Sehr coole Videos. Danke dir, Lefi. Lelfi. Also ich habe bis jetzt noch nichts. Das Problem ist, Michael, wenn man jetzt von Deutschland direkt nach Indien kommt, dann kann es sein, dass der Magen einfach nicht auf dieses ganze, weil in Indien wird auch sehr viel mit Öl gekocht und in Deutschland ist es eher so Fett und dann ist der Magen da irgendwie nicht drauf vorbereitet und keine Ahnung, also es ist relativ, dann ist es normal, dass man Probleme kriegt. Zum Beispiel in Pakistan mit meiner Reisegruppe, wo wir das Tracking gemacht haben, sind glaube ich von 4 Leuten, wir waren insgesamt 7 Leute und 4 Leute hat ganz krass erwischt mit Magenproblemen und alles richtig krank gewesen. Und es ist halt einfach wegen dieser Umstellung von dem Essen, weil der Körper einfach daran nicht gewöhnt ist. Und ich bin jetzt halt einfach schon so lange am Reisen und mein Magen ist einfach an jeden Scheiß gewöhnt. Deswegen macht mir das nichts aus. Aber auf was du jetzt verzichten solltest, wenn du nach Indien kommst, kann ich dir echt nicht sagen. Hi Simon, ich schreibe doch letztens, dass du mal ein unkommentiertes Video machen könntest. Damit meine ich diesen Videostyle von Mr. Blablabla. Ja, ich weiß, aber das ist halt, keine Ahnung, das wäre dann halt so ein kurzes Video. Mike, ist es mit 7.000 € Startkapital ein Jahr möglich zu reisen? Kommt drauf an, wo du hin willst und wie dein Reisestil so aussieht, ist auf jeden Fall möglich. Also ich habe es auch hingekriegt. Welche Abmachung? Nochmal Link. Der Link sollte eigentlich, ich bin mir nicht ganz sicher, auch unten in der Videobeschreibung stehen. Musst du mal gucken. Ja, Fresh Lemon Soda habe ich schon Tausende in Pakistan getrunken und ganz viele hier in Indien. Die sind richtig gut und extrem billig. Schniedelwutz, was für ein Essen empfiehlst du in Indien? Also die Curries sind extrem gut und was auch extrem lecker ist, ist dieser, wie heißt's? Panier, dieser Kuhmilchkäse, der ist extrem lecker und da gibt es auch Panier Curry, also einfach Curry mit dem Käse drin oder Butter Chicken ist natürlich auch extrem geil. Kebab, aber was mir eigentlich jetzt fleischtechnisch am besten schmeckt, ist Tandoori Chicken. Also wenn ihr Fleisch esst und nach Indien kommt, probiert auf jeden Fall mal Tandoori Chicken. Das ist mein Lieblings Fleischgericht in Indien. So, Leute, jetzt. Ah, ich habe eine Spende gekriegt. Christoph Horsch. Christoph, vielen, 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 vielen Dank, Mann. Richtig krass, 10 € Spende. Richtig cool von dir. Ich habe es gar nicht gesehen, gerade eben erst. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was du geschrieben hast. Es sind 3 Stunden bis an Taj Mahal. Schau dir unbedingt mal die Videos von PTR auf Vimeo an. Muss ich mal machen. Ich habe einen zweiten Reisepass, Tom. Zwei deutsche Reisepässe.
Der Christoph hat leider auch nichts geschrieben, aber Christoph, vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Richtig, richtig cool von dir. Freut mich extrem.